Ich bin ein Flüchtling. Ich bin ein Flüchtling. Ich bin ein Flüchtling. Ich bin ein Mensch, der nicht in dem Land lebt, von dem er die Staatsangehörigkeit besitzt. Warum? Weil ich Angst habe wegen meiner Rasse, Nationalität, Religion, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder politischen Überzeugung verfolgt zu werden. In Deutschland kann laut Grundrecht jeder, der politisch verfolgt wird, Asyl beantragen. Zuerst reise ich nach Deutschland ein. Entweder illegal, über ein Visum auf Zeit oder über Abkommen, wenn sich Deutschland bereit erklärt, eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Nach meiner Einreise kann ich mich als jemand, der Asyl sucht, melden. Das geht bei der Polizei oder bei jeder Behörde. Sobald ich mich gemeldet habe, komme ich in eine sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung. Das ist zum Beispiel ein Gelände mit Schlafzellen, Kantine, Arzt und Polizei. In dieser Einrichtung stelle ich dann einen Antrag auf Asyl. Diesen Antrag bekommt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort wird entschieden, ob ich Asyl bekomme oder nicht. Solange das Bundesamt noch nicht über meinen Antrag auf Asyl entschieden hat, darf ich in Deutschland bleiben. Das nennt man Aufenthaltsduldung. Ich bin ein Flüchtling. Nicht immer bekomme ich Asyl. Bin ich zum Beispiel aus einem anderen EU-Land eingereist, kann ich mich in Deutschland nicht auf das Asylrecht berufen. Ich muss in dem Land, in dem ich ursprünglich eingereist bin, meinen Antrag auf Asyl stellen. Das bestimmt die sogenannte Dublin-Verordnung. Das sogenannte Dublin-II-Abkommen regelt, dass das Land, in dem ich zuerst registriert wurde, für mich zuständig ist. Melde ich mich trotzdem in Deutschland, muss ich in das Land zurück, in dem ich zuerst registriert wurde und dort meinen Asylantrag stellen. Nach spätestens 3 Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung ziehe ich um. Ich werde einer Stadt oder einem Landkreis zugewiesen. Hier lebe ich, bis mein Antrag bearbeitet wird. Meistens in einer Gemeinschaftsunterkunft. In den ersten 9 Monaten in Deutschland darf ich nicht arbeiten. Nach dieser Frist gilt, ich darf einen Job annehmen, wenn dafür kein Deutscher oder ein anderer europäischer Bürger zur Verfügung steht. Um leben zu können, kriege ich Essen, Kleidung und Geld. Abhängig von meinem Aufenthaltsstatus, Alter und Familienstand. Der Regelsatz liegt unter dem vom Hartz IV. Ich muss mich an die sogenannte Residenzpflicht halten. Das heißt, ich darf mich nur in einem von der für mich zuständigen Behörde festgelegten Bereich aufhalten. Das können zum Beispiel die Grenzen von einem Bundesland sein. Aber nicht immer bin ich ein Erwachsener. Manchmal bin ich auch minderjährig und komme alleine nach Deutschland. In Deutschland gibt es im Jahr einige hundert von uns. Bin ich unter 16, kriege ich einen Vormund und lebe in einer Jugendeinrichtung, nicht in einem Asylbewerberheim. Bin ich 16 oder 17, werde ich oft als Erwachsener eingestuft und muss das Asylverfahren wie ein erwachsener Flüchtling durchlaufen. Ich bin ein Flüchtling. Bis September 2013 haben 74.194 Menschen einen Antrag auf Asyl in Deutschland gestellt. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland. Warum musstest du fliehen? Gibt es viele Krieg. Und am Anfang hast du ganz alleine das Land verlassen oder war da noch jemand bei dir? Jemand war bei mir. Mein Onkel.